Morgen um 2:30 stehen wir auf. Um 5:30, 6 haben wir geschmolken. Dann gehen wir sofort auf die Weide. Nach dem Morgen schaut man, dass man etwa, ja, das hier geht zu den Kalbern und etwa geht zu den alten Kühen. Und die anderen machen sonst eine Haufen Sachen, auch mit Mähen oder Holz oder dem Hack nachher und. Und dann wird eigentlich bis am Mittag wieder gearbeitet und am Nachmittag haben wir etwa 1,5 Stunden, 2 Stunden für uns Zeit. Gehen wir etwa genau anliegen oder wenn ein Besuch da ist, machen wir dann etwas. Am Nachmittag wieder um 2:30 und gehen zwei gehen Kühe holen. Die anderen zwei fangen gerade an melken. Ja, vom Obersaas ins Untersaas haben wir eine Pipeline. Im Untersaas wird Milch in 2 Milchtanks gesammelt. Dann müssen wir Milch ins Bähnchen stoßen, die Milchbahn. Dann geht es in Appen, auf die Datz. Dann wird sie wieder umpumpet in einen grossen Milchtank, wo sie fertig abgekehlt wird. Dort holt sie nachher den Lastwagen. Und dann haben wir am Abend, 6:30 haben wir den Feierabend.